Hallo und herzlich willkommen zum Mittelsachsen Journal, hier aus dem Studio in den Neumarkt Arkaden, an diesem Donnerstag, dem 29. Juni. Wir berichten in dieser Sendung unter anderem von einer weiteren Straßensperrung und von einem wahren Regen für das Kaff in Meißen. Zum ersten Thema. Mit einer Filmreifenaktion stahlen am Montagmorgen zwei Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Seligstadt. Die beiden fuhren zu dem Automaten, der an der Scheune an der Burkhardswalder Straße befestigt war. Dort legen sie ein Seil um das Gerät, befestigten das andere Ende am Wagen und rissen den Automaten aus der Verankerung. Letztlich luden sie ihn in den Kofferraum des Opels und fuhren Richtung Taubenhain davon. Schadenangaben liegen noch nicht vor. Die Polizei fragt, wem ist der helle Opel im Bereich Seligstadt-Taubenhain aufgefallen? Wer kann weitere Angaben zu Fahrzeuge oder den Insassen machen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Automaten mache. Hinweise richten Sie bitte an das Polizeirevier Meißen. Die Elbstraße ist derzeit für Autofahrer voll gesperrt. 6 Wochen lang wird sich an diesem Zustand nichts ändern. Eine ingenieurtechnische Gutachten verwies auf erhebliche Gefahren für den Verkehr, einschließlich Fußgänger und Radfahrer. Die Kreisverwaltung reagierte mit einer Schließung der Straße und konzipierte die Fahrstrecke für den Schulbusverkehr neu. Eine Interimsicherung wurde veranlasst. Seitdem wurde der Fels auf eine Länge von 180 Meter und eine Höhe von 30 Meter mit Netzen bespannt und eine Sicherungszaun zum Schutz des Elbradwegs aufgestellt. Eine Weile lang konnte die Straße durch eine Ampelsteuerung wieder halbseitig geöffnet werden. Eine endgültige Lösung des Problems war dies jedoch nicht. Beachtet werden mussten auch verschiedene Naturschutzaspekte. Die Mopsfledermaus ist im Kornfelsen ebenso beheimatet wie die Wiesenkuhschelle. Der Landkreis investierte 500.000 Euro in die Sicherungsarbeiten, die am Montag, den 26. Juni, begonnen haben. Die folgenden 6 Wochen Sperrung wurde mit Rücksicht auf den Schulbusverkehr während der Ferienzeit gewählt. Im Anschluss sollten weitere 4 Wochen mit halbseitiger Öffnung folgen. Die Übergabe der Straße ist für Mitte September geplant. Jetzt sind die Meißnerinnen und Meißner gefragt, um der dieserjährigen langen Nacht eine weitere Facette zu geben. Ist das Amt für Standmarketing, Tourismus und Kultur auf der Suche nach Eigentümern, die ihre Gärten, Hinterhöfe oder sogar Häuser für einen Abend öffnen? Um Interessierten zu zeigen, welche architektonischen Schätze Meißen aufzuweisen hat. Oft verbergen sich hinter den Fassaden leuchtige Innenhöfe, romantische Gärten und originell sanierter Wohnraum. Dabei muss es nicht gleich der freie Zugang zu Haus und Hof sein, der zu langen Nacht gewährt wird. Auch Führungen für die kleinen Gruppen sind denkbar oder ein Tor zum Innenhof, das geöffnet wird, sodass auch Architektenfans einen Blick hinter die Fassade werfen können. Interessierte Eigentümer werden gebeten, sich beim Amt für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur zu melden. Einer von 3 Vereinen, die letzte Woche einen Fördermittelbescheid von der Stadt Meißen erhielten, war das Kinder- und Jugendhaus Kaff. Die Begegnungsstätte in der Lutherkirche ist unter Trägerschaft der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinschaft Aufbau und seit über 18 Jahren Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche aus meist schwierigen Familienverhältnissen. Werktags von 14 bis 19 Uhr werden hier verschiedene
Freizeitaktivitäten und gemeinsame Projekte angeboten. Durch diese sollen Werte wie Verantwortungsbewusstsein, Wertschätzung und Lebensgestaltung vermittelt und Oberbürgermeister Olaf Rasch überreichte Britta Anschmann einen Fördermittelbescheid in Höhe von 2.500, welchen die Einrichtungsleiterin dankbar entgegennahm. An der Stelle haben wir wieder einen kleinen Film aus der Rubrik Zuschauerreporter. Heinz Heide aus Meißen hat uns den folgenden Beitrag zur Verfügung gestellt. Am Samstag, den 27. Mai 2017, fand die diesjährige AWO-Grillparty in der Teichmühle Meißen statt. Und wie immer beginnt das Ganze mit Kaffee und Kuchen. Sven Biele, Vorstandsmitglied der Meißner AWO und Mitglied der Meißner Feuerwehr, hat ein Quiz mit Feuerwehrthemen zusammengestellt. Also ich habe ja ein kleines Quiz vorbereitet. Wer das Quiz mitmachen möchte, bekommt von uns ein Quizzettel. Familien können zusammenarbeiten. Wir geben an jeden Tisch geben wir mal eine Liste mit 20 Fragen und ihr könnt euch ruhig Zeit lassen, also ihr müsst das nicht in 5 Minuten machen. Manches kann man auch erfahren, wenn ihr mit in der Feuerwache unterwegs seid oder einfach mich fragen. Gut. Die jüngsten Mitglieder der Meißner Feuerwehr haben für uns eine Übung zusammengestellt. Wir setzen uns heute in unserer Reihe mit Lesungen am außergewöhnlichen Orten fort. Zum Literaturfest Meißen 2017 war einer der romantischsten Leseorten der Innenhof der Grundstücke der Familie Enke unterhalb der Burg. Gelesen hat Katja Sestenhen. Jetzt? Grüße auf der Platte. Arthur und Püppchen, seine Gattin, standen im Kaufhaus. Sie hatten soeben für Arthurs Vater einen Strohhut gekauft. Denn Strohhüte sind im Dezember besonders preiswert. Und Püppchen machte auf dem Zettel, den sie in der Hand hielt, einen Strich. Wieder was erledigt. Der Gatte Arthur war mit Paketen behangen und schien schlechter Laune. Nun nur noch
Ein Geschenk für Tante Olga, das ist notwendig, sagte Püppchen und musterte die Ladentische aufmerksam. Tanten, die alt und wohlhabend sind, verdienen Aufmerksamkeit. Wir könnten ihr doch eigentlich auch einen Strohhut schenken, meinte Arthur. Sie schüttelte den Kopf. Na, oder einen Ankersteinbaukasten. Verrückt, sagte Püppchen und suchte energisch weiter. Und was hältst du von einem vergoldeten Rasierapparat? Fragte er. Für Tante Olga? Arthur wagte nicht zu nicken, sondern schleppte sich und die Pakete stumm voran. Halt! Rief er plötzlich und zeigte auf ein Schild. Seine Frau studierte, was drauf stand und sagte, gar nicht übel. Dann klopften sie, wie das Schild es befahl, an die nächste Tür. Ein Fräulein trat heraus. Sie wünschen? Wir möchten eine Grammophonplatte mit unserer eigenen Stimme haben, verlangte Püppchen. Für Tante Olga, erklärte Arthur. Ja, da kann ich Ihnen so eine Platte als Geschenk nur empfehlen, sagte das Fräulein. Treten Sie bitte näher. Eine mittelgroße Platte kann 2,5 Minuten besprochen werden und ist 500 bis 600 Mal spielbar. Hier sind 2 Mikrofone. Stellen Sie sich bitte nebeneinander. Der Herr links, die Dame rechts kostet 3,50 Mark zum Mitnehmen und es geht gleich los. Na, was sollen wir denn sagen? Fragte Arthur verlegen. Na ja, viel Glück, Gesundheit, langes Leben. Und Sie könnten leider nicht bei ihr sein, schlug das Fräulein vor. Ein Vorzug hat diese Art Glück zu wünschen natürlich schon, sagte Püppchen. Man braucht der alten Schraube dabei nicht ins Gesicht zu sehen. Na, aber es ist doch deine Tante und nicht meine, frohlockte Arthur. Das Fräulein war im Nebenraum verschwunden. Das Ehepaar stand vor dem Mikrofon und wünschte der fernen Tante alles Gute. Am heiligen Abend erschien Tante Olga beim Bürgermeister Gruber. Man hieß sie willkommen, der Salon war voller Menschen. Tante Olga begrüßte alle Anwesenden und sagte dann auf ein Päckchen zeigend, das sie vorsichtig hielt: Beste Frau Bürgermeister! Sie haben doch ein Grammophon und ich habe keins. Meine Nichte aus Berlin hat mir eine Grammophonplatte geschickt. Die möchte ich gern mal hören. Meine Nichte und ihr Mann haben nämlich selber auf die Platte gesprochen. Schreiben Sie, was es heute alles gibt. Eine Erfindung jagt die andere. Na, aber gern, sagte der Bürgermeister. Holte das Grammophon heran und zog es auf. Tante Olga wickelte die Platte aus dem Papier, legte sie auf den Apparat und setzte sich das Taschentuch im Hinterhalt in einen Sessel. Alles hielt den Atem an. Der Bürgermeister schraubte eine neue Nadel ein, legte sie auf die Platte, stellte den Apparat an und ging auf Zehenspitzen zum Sofa zu Frau Dr. Riemer. Man saß im großen Kreis rund um den Apparat, die Nadel schnarrte. Und dann begann die Platte zu sprechen. Ja, einen Vorzug hat diese Art Glück zu wünschen schon. Man braucht der alten Schraube dabei nicht ins Gesicht zu sehen. Das ist doch aber deine Tante und nicht meine. Na los, sag was Nettes. Aber was denn, ob sie vielleicht 100 Jahre alt werden will? Sitzt in der Provinz auf ihrem Geld diese knausrige Person? Darf ich bitten, meine Herrschaften möglichst langsam, laut und deutlich sprechen? Liebes Tantchen. Ja, hier sind Püppchen und Arthur aus Berlin. Wir wünschen dir zum Weihnachtsfest alles Gute. Ja, wir kämen ja so gerne mal zu dir hinüber. Vielleicht in den Ferien, wenn wir nach Binz fahren. Püppchen meinte vorhin, es sei ein wahrer Jammer, dass wir dich so lange nicht gesehen hätten. Treten Sie nicht so nahe ans Mikrofon, meine Herrschaften. Weiter weg, wenn ich bitten darf. Ja, was macht denn die Gesundheit, Tantchen? Sei nur recht vorsichtig.
Arthur meinte, wir sollten dir einen Baumkuchen schicken, aber bei deiner Verdauung. Und außerdem sind wir auch knapp mit dem Geld. Psst, sind denn die 2 Minuten nicht bald um? Was soll ich denn der Person noch sagen? Die soll uns, ehe sie in ihrem Geld erstickt, mal einen Tausender schicken. Liebe Tante, hoffentlich verbringst du den Heiligen Abend im Kreise von lieben Bekannten. Ja, es ist schon komisch, ne? Wenn man bedenkt, dass wir hier in ein Mikrofon reden und ihr könnt es da hören. Diese Platte ist 500 bis 600 Mal spielbar und kostet bloß... Psst, nicht den Preis sagen. Das geht sie einen Dreck an. Hoffentlich hat sie das nicht gehört. Ach wo, was man leise spricht, das kommt nicht auf die Platte. Ach, ist denn die Zeit immer noch nicht um? Hat sie denn überhaupt ein Grammophon? Nächste Weihnachten kommen wir bestimmt zu dir hinüber. Wir freuen uns jetzt schon darauf, dein liebes altes Gesicht mal wieder endlich zu sehen. Lach nicht, Arthur! Tante Olga, die bis dahin wie gelähmt dagesessen hatte, stand auf, riss die Platte vom Apparat herunter und warf sie wütend aufs Parkett. Bürgermeisters und die anderen Leute saßen bedrückt herum. Ein paar junge Leute kicherten. Und Frau Dr. Riemer wollte die alte Tante trösten. Lassen Sie mich in Ruhe, sagte Tante Olga und suchte ihren Hut. Wo wollen Sie denn jetzt hin? Rief der Bürgermeister. Bleiben Sie hier, was wollen Sie denn jetzt zu Hause? Ach, mein Testament umstoßen, erklärte die Tante und schmiss die Türen zu. Am Sonnabend, Samstag, dem 1. Juli, 15 Uhr, bietet die Touristinformation Meißen unter dem Titel Meißner Biergeschichten einen thematischen Stadtrundgang zu Meißner Brauereigeschichte an. Seit über 1000 Jahren wird das Lieblingsgetränk der Sachsen in Meißen erzeugt. Anfangs brauchten die brauberechtigten Bürger daheim in ihren Häusern. Weil das im wahrsten Sinne des Wörters brandgefährlich war, wurde der Gerstensaft nach einer Verordnung aus dem Jahr 1699 nur noch in der 4 offiziellen Brauhäusern der Stadt reproduziert. Bei einem Rundgang durch die historische Altstadt entdecken die Teilnehmer die Spuren der alten Brau- und Schankhäuser und erfahren Interessantes und Kurioses rund ums Brauen. Kostproben des Meißner Bieres und die Führung ab einer Voranmeldung wird empfohlen. Der Preis beträgt 12 Euro pro Person. 7 Euro ermäßigt Anmeldung und weitere Informationen gibt es in der Tourist. Information Meißen am Markt 3. Und bei uns gibt's das Wetter. In Meißen wird bis zum Nachmittag die Sonne von einzelnen Wolken verdeckt und die Temperaturen liegen zwischen 16 und 23 Grad. Abends bei Werten von 17 bis zu 23 Grad Nacht und die Luft kühlt sich auf 15 Grad ab. Mit Geschwindigkeiten von 16 bis 21 km/h weht der Wind aus Süden westlicher Richtung mit Böen zwischen 27 und 57 km/h ist zu rechnen. Die kommenden Tagen bleiben es wirklich bei Temperaturen um die 20 Grad. Am Wochenende ist Regen zu erwarten. Das war das Mittelsachsen-Journal von TV Meißen im Fernseher mit dem Thema von Donnerstag, dem 29. Juni.
Alle Berichte stehen wie immer auch in unserer Mediathek auf www.meißenfernsehen.de für Sie bereit. Morgen werden wir unter anderem über einen neuen Spielplatz berichten. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Ihre Leonie.